Ja, und damit herzlich willkommen zur zweiten Folge von Ebola 2. Und ich hoffe, dass die Tonqualität jetzt so gut ist, also vom Mikrofon, weil ich habe ein bisschen rumgebastelt. Sollte es zu sehr besteuern, mache ich natürlich ein bisschen weiter runter. Werde ich nach dieser Folge hier, werde ich das herausfinden. Und wir sind ja in der letzten Folge gestorben, da musste ich ja alles nochmal neu machen, weil ich ja nicht gespeichert habe. Jetzt habe ich gespeichert nochmal, habe auch nur eine Tinte zu speichern. Und auf zwei war, glaube ich, ne? Ich würde hoffen. Und ich weiß noch nicht genau, wo ich hin muss. Da lag ein Schlüssel, den haben wir erstmal nicht mitgenommen, den soll ich wahrscheinlich mitnehmen. Bevor wir gejagt werden. Hier war es. Und bevor... muss ich ganz kurz den Schreckeffekt nochmal kurz wieder wegmachen. Und dann mal gucken, wo uns die anderen Türen hinbringen. Weil wir können, wenn da drin ist, Jagd nehmen, mit Aufzug fahren. Warum auch immer. Amelia? Und ich muss ehrlich sagen, diese Geräusche sind so ekelig. Die Lachen ist ekelig. Sehr ekelig. Ja, da ist der Schlüssel. Den nehmen wir. Geradeaus, der Ende hinunter, da ist eine Waffe. Waffen sind gut. Warum kann ich das Drecksding da hinter mir erschießen? Ja, komm, mach auf da! Wie ekelig, ekelig. Komm, Beeilung, Beeilung, Beeilung. Nein! Ich werde sterben, wetten wir. Faster! Komm, mach doch auf! Ja, wir werden sterben. Komm, mach auf! Wie benutze ich die? Now who are you? How can you see me? Me? Well, I am the one who saved your life. Didn't you notice the cameras on the floor? Kameras auf dem Boden? Let's get to the point. I'm a security officer. We're locked on the sixth floor. One of the survivors came out of the hall and locked us in. We can't get out through the emergency door, as there are a lot of these creatures here and they're constantly busting in here. What are these creatures? You better talk about it with our doc, of course, when you open the door to our floor. We, for our part, will do our best to get out of here all alive, because four guns are better than one, aren't they? Someone stole the train. Walking 50 miles down the tunnel is a real suicide. You can try to get out through the right wing. Of course, if we fight through the crowds of the dead... All right. How can I open the door? Try to find Jacob Brown. That son of a bitch locked us in here. He often mentioned the third floor before he disappeared. Okay, got you. Okay, was ist unsere Aufgabe? Finden Sie Jakob Braun auf den Etagen 1 bis 3. Erstmal möchte ich gucken, was hier so schönes ist für uns noch. Außer die Pistole vielleicht. Okay, anscheinend nichts mehr. Ich will nicht mehr da lang mit den Händen, da will ich nicht lang. Kameras auf dem Boden hat er erzählt, ich sehe nichts mit Kameras. So, wir haben auf jeden Fall eine Pistole, das ist gut. Ach, ich habe vergessen, unser Inventar leer zu machen, egal, mach ich hoffentlich gleich, weil ich die Chance dazu habe. Wie viel halten die denn aus? Hier gibt's auch nichts, anscheinend. Was ist das? Was war für ein Geräusch? Also wir müssen aufpassen, hier scheint überall Monster zu sein. Hm.
und 4 Schuss haben wir nicht. Da passiert doch wieder irgendwas, oder? Wo geht's denn hier lang? Was? Was ist das? 2501 2501 2501, Moment. Ich glaube, ich kann hier. Ich habe hier nichts zum Schreiben, verdammt. Ich habe hier echt nichts zum Schreiben. Ich muss mein Handy benutzen, Moment. 2501. Ich muss Notiz machen. Mach so wenige Notizen, dass ich gar nicht weiß, wie geht da. Bei 501, glaube ich, ne? Guck nochmal. 2501, 2501, ja. Ich gehe erstmal jeden Raum hier durch. Ach nö. Benzin und Feuerzeug. Oh Gott, sonst stehen die wieder auf, oder was? Ach, das war das Geräusch vorhin, okay. Aber warum muss ich die verbrennen? Wer bringt mir das? Mach die Feuerzeuge wieder zu. Und da kamen wir. Moment, da war aber Benzin, fällt mir gerade ein, in diesem Raum. Plus 5 Gas. Ich habe mich wieder eine Pistole erschrocken, leck mich im Arsch. Wäre schön, wenn ich nochmal irgendwo speichern könnte. Oh, eine Heilpflanze, nice. Alles absuchen hier. Nein, Inventar voll, verdammt. Schlüssel, nein, Inventar ist voll. Okay, Moment eben. Wir haben ja. Hä? Ah, der vierstellige Code, der steht hier drin, okay. 2501, vierstelliger Code. Woher kommt dieser Code? Vielleicht aus einem Safe? Nur für den Fall, dass ich es auf ein Stück Papier schreibe. Ah, nice. Okay, das hier hatten wir auch schon gelesen. Dann mache ich nochmal ganz kurz. Rund 10.000 Mitarbeiter arbeiten im unterirdischen wissenschaftlichen Labor. Es gibt einige der größeren Köpfe aus vielen Ländern hier. Und sie arbeiten unter der Leitung der Penicum Corporation. Im linken technischen Flügel der Einrichtung beschlossen sie, mehrere Bibliotheken zu bauen, um wertvolle Informationen sowie reguläre Bücher zu speichern. Die meisten Mitarbeiter müssen mehrere Jahre in der Einrichtung leben. Jetzt wird der Teil der Informationen nicht nur auf Datenspeichern gespeichert, sondern auch in Büchern. Dann hoffe ich mal, dass ich dies hier stornieren. Ich dachte, stornieren wäre wegschmeißen, aber anscheinend nicht. Mist. Was mache ich denn jetzt? Da sollst du die Schranktür aufmachen, nicht den Schlüssel annehmen. Du Idiot, ehrlich. Können wir jetzt mit dem Aufzug wenigstens fahren? Ja, können wir wieder, gut. Wir gehen nochmal runter auf 0. Und gehen mal kurz zur Truhe und Speicher.
Wir haben nur eine einzige Tinte. Muss auch wieder neue finden. Hoffentlich sind hier keine Monster. War das hier, ne? Ja, hier. Also. Hier nur vier so Dietriche. Mit Sohn, die bewahre ich nämlich alle mit. Dies kommen weg, dies kommen weg. Munition nehme ich alle mit, weil... Ne, Moment mal. Nehme ich nicht alle mit. Oh, ich weiß nicht, wie viel ich mitnehmen soll. Machen wir so 32, sollte hoffentlich erstmal reichen. Dann speichern. Da haben wir wieder... 1, 2, 3, 4 mit Tablets frei. Die auch gleich sofort wieder belegt werden anscheinend. 2, ne? Vor allem haben wir da noch gar nicht alle Räume durchsucht. Müssen wir auch noch machen. Können wir die Axt eigentlich mitnehmen? Nee, schade. Waren wir schon dran? Hier war das. So. Plus 1. Vollständige Genesung. Lesen. Vollständige Genesung. Einige der Arten, Nummer 213, WF019, T41, weisen eine einzigartige Besonderheit auf. Wenn sie zerstört werden, erholen sie sich vollständig, stehen auf und gehen nach einer Weile. Sie können nur durch Verbrennen des Körpers vollständig zerstört werden. Die Zellmetamorphose verträgt keine hohen Temperaturen. Und das ist eine Schwachstelle dieser Kreaturen. Oh, okay, wir haben noch kein Feuerzeug bisher. Schlüssel zum zweiten Flügel des nullten Stocks. Des nullten Stocks? Stimmt, da war eine Tür verschlossen. Stimmt. Jetzt, wo er es sagt. Aber bevor wir da hingehen. Ich hoffe, da ist eine gute Idee, was ich jetzt mache. Hier waren noch Türen, die wir benutzen können. Nice, Pflanze. Drehen, verwenden. Was? Der Schlüssel ragt von hinten heraus. Es gibt eine große Lücke unter der Tür. Was? Verstehen. Hier drin ist einer, ich höre ihn. Und verdammt schnell. Mal ihn kurz. Oh, ein Feuerzeug, nice. Verwenden. Verbrennt. Gut, dass wir hier nochmal gucken gegangen sind. Haben wir wenigstens Feuerzeug. Aber was ist das hier? Sein soll, verstehe ich ehrlich gesagt nicht. Es gibt eine große Lücke unter der Tür. Was soll das heißen? Unter der Tür ist nichts. Wenn dann oben über der Tür, oder ist auch keine Lücke. Verstehe ich noch nicht so genau, ehrlich gesagt. Na egal.
Hier sind wir eigentlich durch. Hier haben wir alles jetzt kontrolliert. Gehen da mal zur Null. Weil da war eine verschlossene Tür und dafür haben wir jetzt auch einen Schlüssel bekommen. Und wenn wir schon mal da sind, können wir noch ein paar Sachen einlagern. Wer macht denn die Türen hier alle mal zu? Irgendwer verarscht es doch hier. So, ich hoffe, eine Heilpflanze reicht erstmal. Vorher zu brauchen war. Schutzblock kann erstmal weg. Der Schlüssel geht nachher eh automatisch weg. Die Munition brauchen wir erstmal nicht. Dann bleiben wir vollständig auf 50. Haben wir die drei Plätze frei wenigstens. Speichern können wir nicht, wenn uns die Tinte fehlt. Und wir haben noch einen Zahlencode, wie auch immer. Boah, dahinter ist doch schon einer, ich höre ihn doch. Aber er hat uns nicht gehört. Was? Was? Oh Gott! Schieß doch! Hab mich erschrocken, scheiß Ventilator. Nein, ich wollte gerade verbrennen. Fuck. Ihn hier haben wir verbrannt. Idee. Nein! Ich habe keine Heilpflanze benutzt. Wir sind tot. Fuck. Und ich konnte nicht speichern, weil wir keine Tinte hatten. Mist. Das ist mies. Das ist echt mies. Ich bin überlegen, was habe ich letztes Mal gespeichert? Nachdem wir die eine Kreatur besiegt hatten, ne? Heißt, wir haben kein Feuerzeug, glaube ich. Ach nö. Ach nö. Mist. Das haben wir, kein Feuerzeug. Das füllen wir auf 50. Okay, dann müssen wir halt nochmal machen. Ja, machen wir mal ganz schnell. Oder soll ich die nächste Folge mal nehmen? Wir machen mal ganz schnell. Wo ist denn die Axt? Ja, dies müssen wir da mitnehmen. Schlüssel müssen wir mitnehmen. Patronen müssen wir mitnehmen. Sonst war hier, glaube ich, nichts mehr drin, ne? Guck vor euch zusammen nochmal. Ich glaube, hier war sonst nichts mehr.
Das sehe ich jetzt erst. Widerlich. Widerlich. Okay, wir müssen eh wieder runter, fällt mir gerade ein. Ne, müssen wir jetzt eigentlich noch gar nicht, müssen wir gleich. Ah. Oh ne, müssen wir jetzt. Ne, müssen wir gleich, weil wir haben ja eine Feuerzeug noch gar nicht. Heißt, wir müssen wieder hoch, ich bin so doof. Wir müssen unbedingt Tinte finden, weil ich speichern kann. So, heißt, wir müssen jetzt doch wieder hoch. Sorry Leute dafür. Links war nichts, oder? Ich guck vor euch da trotzdem mal. Ich meine aber nicht, dass jemand war. Außer ein Gegner, meine ich. Ah, ich hab kein Feuerzeug. Fuck. Okay. Weiß, Munitionverbrauch, aber ihr wollt es testen. Mach doch die Tür zu. Geht doch. Okay, da war hier, da war nichts drin hinter, ne? Nur Toiletten, ohne alles. Die Tür verstehe ich nicht. Ehrlich sagen, ich möchte schon fast gar nicht mehr weitermachen, weil ich unbedingt speichern möchte erst. Speichern geht aber halt nicht. Ohne Tinte. So. Versuchen wir unser Glück noch einmal. So, diesmal wusste ich ja Bescheid zum Glück. Uff, was ist mit dem passiert? Meinst du, ich kann ihn vielleicht jetzt schon erschießen? Ich versuche vor euch, sagen wir euch mal, oder? Oh, er ist weg. Wollte ihn eigentlich erschießen. Nachladen. Oh Gott, Hilfe. Ich höre gerade ein, einer ist noch nicht verbrannt worden. Und ich feuchte aber zu, falls er mich das vorstellt. Nein, verdammt.
kann Sod überhaupt nicht. Mist. Hä, hey, das war doch richtig. Jetzt. Ich habe nur einen einzigen nur noch. Oh Gott, Tinte, wie geil. Ich habe noch nie so über Tinte gefreut, ehrlich nicht. Das Spiel lehrt mich echt über Sachen zu freuen, wo ich mich nie drüber gefreut hätte, wenn ich ehrlich bin. Ganz ehrlich, das speichere ich mal gleich sofort. Nur wahrscheinlich wird jetzt wieder ein Gegner hier sein. Muss ich aufpassen. Oder auch nicht. Sicher ist sicher. Ach, ich bin euch schon null. Mach ich denn da? Speichern, danke. So, wurden wir vorhin getroffen? Nee, ne? Heißt, eine Pflanze tun wir weg. Die Munition brauchen wir gerade auch nicht gerade. Füllen wir die da oben wieder auf. Ich hoffe, eine Pflanze reicht, hoffe ich. Boah, juckt. Und nur ein Gas. Ganz ehrlich, die Tinte. Ich auch erstmal da rein, wir haben gerade eh gespeichert. So, und sagt dann jetzt schon mal Dank fürs Zugucken, zu hören. Bis zur nächsten Folge. Ciao.